geht mich das an? Ich kann niemanden sehen. Gut, wir müssen noch... Oh, hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Olli! Hau ab! Olli! Olli, was soll ich denn sagen? Mein Gott, willst du 9 gemeinsame Jahre einfach ausradieren? Mit einer Minute! Mit eines Augenblicks der Selbstvergessenheit! Erzähl du mir nichts von deinen Selbstvergessenheiten! Die Kinder! Was ist mit den Kindern? Das fragst du mich! Sie können doch nichts dafür! Das ist meine Schuld! Ich nehme alles auf mich, alles! Wenn nur die Kinder nicht darunter leiden. Du denkst doch nur an die Kinder, wenn du mit ihnen spielst. Aber ich denke immer an sie, jede Sekunde. Und sie leiden schon die ganze Zeit. Oder meinst du, sie merken nicht, was los ist? Das wollte ich nicht. Mit den Kindern, wie ich dir kann. Mit der Erzieherin. Ach, das war ein Fehler, das bestreite ich ja gar nicht. Gut, und jetzt? Wie soll das jetzt mit uns weitergehen? Was denkst du dir eigentlich? Dem Kindermädchen, mit der Erzieherin deiner Kinder. Und du glaubst, sie merken es nicht. Was soll ich tun, Dolly? Sag mir, was ich tun soll. Du bist ein Schwein. Ja, aber... Der Vater meiner Kinder ist ein Schwein. Oh, Grisha. Tanja, vertragt euch. Ihr legt was ja auf. Ich hab alles kaputt gemacht. Oh, Tierhaber, Schalster. Kinder! Und du hältst dich da raus. Och, Grisha, lass deine Schwester in Frieden. Und du siehst mir nicht an, was ich dir ausgelegt habe, Fräulein. Hörst du? Oh, jetzt reicht's aber. Kein Mucks mehr. Alle beide. Och, alle! Leben und Tod, Liebe und Hass, Glück und Unglück und alles ganz nah beieinander. Vorhang auf für Anna Karenina nach dem Roman von Leo Tolstoi. Ich freue mich an meiner Seite der Regisseur des Stücks. Ich grüße Sie, Matthias Nagatis. Schönen guten Tag. Sie sind nicht nur Regisseur, Sie sind Schauspieler, Ausstatter, Dozent, Autor und immer wieder gern in Bautzen. Was macht den Reiz aus, hier am Bautzenhaus zu arbeiten? Erstens mal ist es ein sehr schönes Theater, vor allen Dingen nach der Rekonstruktion. Es ist eine wunderschöne Stadt und ich mag auch die Mentalität der Bautzner und vor allen Dingen ist es auch ein sehr gutes Ensemble und sind gute Schauspieler, mit denen man immer wieder gern arbeitet. Leo Tolstoi, das ist ein Klassiker, ja, aber vielleicht können Sie uns trotzdem ganz kurz in den Erzählstrang einführen. Anna Karenina ist eines der größten Liebesgeschichten, die geschrieben wurden, die leider tragisch endet. Aber wie Sie schon gesagt haben, Liebe, Tod, Hoffnung, Glaube liegen alles und Tragik liegen immer sehr dicht beieinander. Und Tolstoi führt uns hier vor, dass Liebe keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass Liebe sich immer beweisen muss in der Gesellschaft, im Alltäglichen und fast jeden Tag neu erkämpft werden müssen. Und Anna Karenina und der Graf Wronskis Liebe scheitert nicht, weil sie nicht miteinander können, sondern dann weil sie den gesellschaftlichen Druck, der diese Liebe nicht zulassen will, weil es eher ein Ehebruch ist, daran eben dann am Ende scheitern. Ist das auch so ein Blick in die russische Seele hinein? Auf jeden Fall, also jeder, ob das Tolstoi ist, Dostojewski, ob das Bulgakov ist, Gorki, das sind ganz große Autoren, die wirklich die russische Seele zu Papier gebracht haben und das natürlich in einem fulminanten Maß, so dass es auch immer wieder ein Stoff ist, auch für Schauspieler und eine Herausforderung für Regisseur, Schauspieler und letztendlich auch für die Ausstattung. Sprechen wir über die Ausstattung. Opulente Kostüme und trotzdem ein sparsames Bühnenbild. Wie geht das zusammen? Wir haben uns entschieden, das Stück jetzt nicht nach heute und hier zu ziehen, sondern wirklich im historischen Kontext zu belassen und haben dadurch natürlich dann historische Kostüme im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das Stück wurde ja 1874 geschrieben und wir haben uns da entschieden und dass dann natürlich die hohe Gesellschaft Petersburg oder die Moskauer Gesellschaft sehr opulente Kostüme hatte, das liegt auf der Hand. Es ist ja nicht nur ein Bauernstück, sondern es ist ja die Aristokratie, die auch vorgeführt wird. Und ich fand das sehr reizvoll mit der Ausstatterin,
das so zu machen, dass wir doch in dieser Zeit bleiben und dadurch natürlich sehr opulente Kostüme haben, aber damit die opulenten Kostüme nicht durch ein noch opulenteres Bühnenbild erschlagen oder zerschlagen werden, haben wir ein sehr schlichtes, einfaches, fast abstraktes Bühnenbild wählen müssen, weil auch es ganz, ganz viele Spielorte gibt. Da gibt es Wohnung, Rennbahn, Eisbahn, Bahnhof und das muss man ja sehr schnell wechseln können. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch, wünsche Ihnen viel Erfolg für die Premiere. Übrigens, die anderen Aufführungstermine, die erfahren Sie auch im Internet unter www.theater-bautzen.de. Wetten wir? Worauf wetten Sie, Karini? Auf Mahotti? Ich wette auf Wronski. Um ein paar Handschuhe. Einverstanden. Offenbar sind die Damen sehr erregt. Achtung, Kusowlew stürzt gleich! Mein Gott! Kusowlew hat sich den Hals gebrochen, definitiv! Hast du denn gar kein Mitleid mit dem Mann? Oh, es scheint so, als würde ich meine Wette gewinnen. Wronski macht das Rennen. Bravo, Wronski! Bravo, Fufu! Gleich sind Sie wieder an der berüchtigten Stelle. Wronski ist gestürzt! Oh mein Gott! Nein! 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 Oh, wie furchtbar! Wie furchtbar! Fufu! Ist er verletzt? Ist er schwer verletzt, ihr Pan? Ich glaube, er hat nochmal Glück gehabt. Steh doch auf! Fufu, steh doch endlich auf! Ich kann gar nicht hinsehen. Komm, Anna, komm. Wir fahren nach Hause. Wir fahren. Ich sagte, wir gehen, wenn es recht ist. Ich biete dir nochmals meinen Arm an. Nein, nein, lass mich. Zum letzten Mal, Anna, ich biete dir meinen Arm an. Lassen Sie nur, Karenin, Anna kann mit uns fahren. Verzeihen Sie, ich sehe, dass meiner Frau nicht gut ist und wünsche, dass sie mit mir fährt. Komm, Dolly, ich bringe dich zum Bahnhof. Ja. Wir doch alle zur Grausamkeit neigen. Wie bitte? Ich muss dir sagen, Anna. Nein. Ich muss dir leider sagen, du hast dich heute wieder nicht korrekt benommen. Was? Du weißt, was ich meine. Was war denn wieder nicht korrekt? Deine Verzweiflung, die du nicht verbergen konntest. Du! Ich habe dir klar gesagt, Anna, dass du keinen Anlass für Gerüchte und üble Nachrede geben darfst. Früher einmal. Da habe ich von unseren inneren Beziehungen gesprochen. Jetzt spreche ich nur noch vom äußeren Anstand. Du hast dich nicht korrekt verhalten und ich möchte, dass sich das nicht wiederholt. Ich wünschte auch, ich müsste nicht mehr darüber reden.